Wenige Spiele haben die letzten Jahre das Horrorgenre so polarisiert wie Fear and Hunger. Ein Spiel, das bis heute nicht offiziell in Deutschland erhältlich ist, und wenn man sich die Themen anschaut, ist das auch kein Wunder. Verstümmelung, Vergewaltigung, Folter, Blutrituale, Hoffnungslosigkeit und einfach grundsätzlich der Abgrund der Menschheit werden hier wiedergespiegelt. Es ist ein Spiel, wo man mit keinem guten Gefühl rausgeht, wenn man es durchgespielt hat. Und auch das gnadenlose Gameplay reflektiert das, aber was die meisten sich fragen ist, worum geht es überhaupt in diesem Game? Diese Frage kann ich hoffentlich am Ende dieses Videos für euch beantworten, aber seid euch auch bewusst, auch wenn es nur ein 2D-Pixel-Game ist, sind die Thematiken für viele Menschen doch relativ ernst und verstörend. Wenn ihr aber trotzdem bereit seid, euch einer der kontroversesten Spiele der letzten Jahre zu stellen, würde ich sagen, wir legen direkt los. Die Geschichte spielt im fiktiven mittelalterlichen London, das in Europa liegt, und wie es halt normal zur Zeit üblich war, führt es Krieg mit jedem Nachbarland. Es ist eine der führenden Mächte, aber es gibt natürlich einige Probleme, die unter der Oberfläche brodeln. Nicht nur, dass so viel Krieg herrscht, dass sie gezwungen sind, verschiedene Söldnergruppen zu nutzen, damit ihnen nicht die Macht entgleist. Nein, auch ihr berüchtigter Kerker fängt an, für sie ein großes Problem zu bereiten. Die Rede ist natürlich vom Verlies, von Hunger und Angst. Ja, das ist der offizielle Name dieses Ortes und es ist eigentlich ein Knast, aber inoffiziell gilt es als Foltereinrichtung für Kriminelle sowie Kriegsgefangene. Es gab zahlreiche Gerüchte über diesen Ort und es bekam einen so schrecklichen Ruf, dass die meisten sich nicht ohne Grund diesen gottlosen Ort näher wagen würden. Aus unerklärlichen Gründen fing Rondo dann auch noch an, die Kontrolle über diese Einrichtung zu verlieren. Und egal wie viele Soldaten sie reinschickten, um für Recht und Ordnung zu sorgen, keiner kam jemals zurück. Irgendwann galt die Einrichtung als verflucht und es wurde verboten, sich diesem Ort zu nähern. Wie das Schicksal es aber so wollte, machten sich vier verschiedene Charaktere aus vier verschiedenen Beweggründen auf, den Kerker trotz all der Fakten, die dagegen sprechen, zu bezwingen. Warum das aber für jede einzelne Person eine Entscheidung sein wird, die sie für immer bereuen werden, werde ich euch jetzt im Laufe der Geschichte erzählen. Ihr habt nicht sonderlich viel Kontext außer den Namen und die Beschreibung der Klasse. Söldner ist euer klassischer Dieb oder Assassine. Er ist flink, kann Schlösser knacken, kann gut mit Fallen umgehen und kommt schnell aus Kämpfen wieder raus. Was eine der wichtigsten Fähigkeiten in vielen Hangar sein kann. Ritter ist wahrscheinlich die einsteigerfreundlichste Klasse, denn sie kommt mit einer guten Ausrüstung, einer guten Verteidigung und guten Fähigkeiten, um sich zu wehren. Wenn ihr absolut gar keine Ahnung von den Spielern habt, seid ihr hier erstmal am besten dran. Der dunkle Priester ist eher was für Fortgeschrittene, da er körperlich so unfassbar schwach ist, dass er keine schweren Waffen benutzen kann, aber dafür besitzt er ein großes arkanes Wissen, was ihn dunkle Magie benutzen lässt. Wenn man weiß, was man macht, ist er potenziell der stärkste Charakter, aber für Anfänger komplett ungeeignet. Der Fremde ist ein Überlebenskünstler, der mit Pfeil und Bogen sowie mit Schwertern gut umgehen kann. Er hat ein paar Skills, die ihm länger am Leben halten können als die anderen und kann sich relativ gut in Kämpfen schlagen. Aber wenn ihr neu seid und sie auswählt, werdet ihr natürlich sehr wenig Kontext bekommen, da sie von euch gespielt werden und somit stumm sind. Aber keine Sorge, ich werde die Geschichte mit den bekanntesten Canon erzählen, im Prinzip der Verlauf der Geschichte, der von den meisten Leuten anerkannt wird. Aber bitte habt Nachsicht, da die Geschichte lückenhaft vom Spiel selber vermittelt wird. Das heißt, ich bin gezwungen, kleinere Freiheiten zu nehmen, damit es etwas mehr Sinn ergibt, aber ich habe es mit dem zweiten Teil abgeglichen, der im Prinzip den Rest bestätigt. Sobald wir einen Charakter auswählen, bekommen wir eine Backstory plus kleinere Entscheidungen, die wir treffen können, um unterschiedliche Fähigkeiten für den Anfang zu erwerben. Wir werden hauptsächlich als Kahara den Söldner spielen mit der Seele des Endlosen. Die Art der Seele, mit der man hier geboren wird, definiert ziemlich stark, was für eine Persönlichkeit man besitzen wird und wie jemand sein Leben verlaufen wird. Seine Seele verleitet ihn dazu, immer nach Freiheit zu streben. Er wurde bei seiner Geburt zurückgelassen, was dazu geführt hat, dass er schon in sehr jungem Alter sich um sich selber kümmern musste. Klauen, Schlösser knacken und verschiedene Söldneraufträge haben ihn ein Leben erhalten und er existierte so ziemlich am Rand der Gesellschaft. Aber nur so konnte er auch überleben. Doch irgendwann bekam er einen sonderbaren Auftrag, den legendären Anführer einer Söldnertruppe aus dem Kerker zu befreien, von dem man so viel hört. Realisierte sofort, dass da etwas nicht stimmen konnte. Warum würden sie gerade ihn fragen, jemand so Wichtiges da rauszuholen? Und warum würden sie so viel Geld dafür zahlen? Er hatte ein konstantes schlechtes Gefühl, aber er war auch extrem abhängig von der Belohnung, also hat er keine andere Wahl, den Auftrag anzunehmen. Vor den Dungeon angekommen, fing er an, eine leichte Übelkeit wahrzunehmen, aber es war zu spät. Er musste das Geld beschaffen und der Nebel, der den Dungeon umgab, verhinderte eine Flucht. Kahara war jetzt gezwungen, sich mit dem Verlies auseinanderzusetzen, ob er wollte oder nicht. Da er gelernt hatte, jegliche Ressourcen zu nutzen, die ihm in die Hände kommen, fing er direkt an, alles mitzunehmen, was nied- und nagelfest war, aber aus der Ferne vernahm er ein lautes Bellen. Da er seine Chancen nicht ausreizen wollte, begab er sich direkt in den Kerker. Er war kein Kämpfer, er war ein Dieb, ein Assassine. Dreckige Tricks, Kämpfer ausweichen und Betrug ist, wie er gelernt hat, in dieser Welt zu überleben. Das erste, was er innen drin aber wahrnahm, war ein unfassbar widerlicher Gestank vom Blut, Leichen und Kot. Was ihn auch verwunderte, war diese massive Dunkelheit und ein unnatürlicher Hunger, der auf einmal anfing, an seinen Körper zu zehren. Hier ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass anders als in den meisten RPGs der Überlebensaspekt hier eine Hauptrolle spielt. Die Charaktere haben eine Hunger- und Verstandsleiste und beide aufrechtzuerhalten ist absolut elementar, da wenn eine von den beiden leer ist, werdet ihr direkt sterben. Jede Kiste, jedes Fass, jede Truhe, jede Urne, alles muss durchsucht werden, um irgendwas Nutzvolles zu finden. Jede gammlige Möhre, jedes bisschen Alk, aber auch Fallen, Bomben können euch das Leben retten. Der Blut
blutverschmierte Boden, die unnatürliche Ruhe und der Gestank machten ihn nervös, aber er musste irgendwelche Ressourcen finden, da ihm klar war, dass er hier eine längere Zeit stecken bleiben würde. Aber nach etwas Rumstöbern wurde er direkt von einer Missgeburt konfrontiert, die sofort klar machte, dass hier mehr als nur eine Sache nicht stimmt. Und hier ist es wohl Zeit, über das Kampfsystem zu reden. Wie in Hunger wurde ein RPG Maker entwickelt und das heißt natürlich, es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ihr habt alle Standard-Skills wie Angriff, Magie, Verteidigung, physische Skills und natürlich auch Items. Worin sich aber dieses Spiel von anderen RPGs unterscheidet, ist Körperteile beschädigen. Das ist zwar nicht etwas, was Fear in Hunger an sich erfunden hat, aber hier ist es wirklich elementar, um zu entscheiden, ob ihr den nächsten Zug überlebt oder nicht. Ihr könnt die einzelnen Körperteile von Gegnern anvisieren und sie abtrennen und somit verhindern, dass sie euch schweren Schaden zufügen. Es gibt auch am Gegner am besten wieder, wie ihr am besten taktisch vorgeht. Seht ihr zum Beispiel eine riesige Machete in einer Hand, ist euch sofort klar, das Ding muss sofort weg. Das ist vor allem wichtig, weil dieselben Regeln für euch gelten. Sollte ein Gegner euch falsch erwischen, verliert ihr permanent ein Gliedmaß, was zum Beispiel zu Blutungen führt, aber auch verhindert, dass ihr ein Schild benutzen könnt oder ein Doppelhänder. Es ist grundsätzlich möglich, ein Gliedmaß wiederherzustellen, aber das ist an besondere Bedingungen geknüpft, die ihr nicht wirklich oft erleben werdet. Ihr könnt aber auch eure Beine verlieren, was euch am Boden kriechen lässt, was das Spiel unglaublich langsam machen wird und fast unspielbar. Oder sogar eure Augen, was es halt wortwörtlich unmöglich macht, das Spiel durchzuspielen, da ihr dann nur noch einen Blackscreen habt. Jeder Kampf hat ein sehr großes Risiko und vor allem am Anfang, wenn ihr nur ein, zwei Leute in eurer Party habt, müsst ihr abwägen, ob ihr vielleicht einen Schlag auf den Kopf versucht, der aber eine niedrige Treffermöglichkeit hat, oder ob ihr zuerst den Arm mit der Waffe loswerdet, dann auf die Beine geht und dann den Kopf, der dann leichter zu erreichen ist. Die erste Option ist schneller, aber dafür ein 50-50. Die zweite Option zieht sich länger, ist sicherer grundsätzlich, dass man dann trifft, aber dafür zieht ihr den Kampf länger raus und ihr könntet mehr Schaden nehmen. Was viele Anfänger sicherlich auch irritiert ist, egal wen ihr besiegt, es gibt keine Erfahrungen oder Level Up. Das bedeutet, eure Stärke kommt hauptsächlich von dem Equipment und von euren eigenen Wissen, das ihr besitzt. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr nach dem zweiten Zucken des Dächers blocken müsst, um einen Insta-Kill auszuweichen, nimmt das so ziemlich die größte Gefahr in den Kampf gegen den Wärter. Habt ihr aber gar keine Ahnung, was ihr macht, seid ihr gezwungen, einen Münzwurf, der 50-50 ausfallen kann, um euer Überleben zu wetten. Und wenn ihr verliert, und das gilt für die meisten Kämpfe. Man kann sie teilweise komplett trivialisieren oder die schlimmste Zeit seines Lebens haben, aber manche Kämpfe sind, egal was man macht, einfach grundsätzlich sehr, sehr schwer. Es ist immer die bessere Option, egal wie stark ihr seid, den Kämpfen auszuweichen, da ihr immer eine Chance habt, einen schweren Schaden davon zu tragen. Es ist nicht wirklich Sinn der Sache, dass man übermächtig wird und anfängt, alles abzuschlachten, sondern dass man so viele Schäden wie möglich vermeidet und einfach nur um sein Überleben kämpft. Und eine Sache, die auch problematisch ist, es gibt gewisse Debuffs, die komplett euren Run sabotieren können. Infektionen können von jedem einzelnen Treffer, egal ob ihr blockt oder nicht, ausgelöst werden und müssen relativ schnell beseitigt werden, sonst stirbt euer Charakter. Eine Vergewaltigung wird zu einer Blutung führen, die konstant euren HP abzieht. Gebrochene Knochen reduzieren euren maximalen HP und es gibt endlos viele dieser Debuffs. Ich glaube, ihr versteht die Idee. Das sind auch grundsätzlich Sachen, die euch außerhalb vom Kampf passieren können. Tretet ihr auf einen kleinen Pixel, der einen rostigen Nagel widerspiegeln soll, boom, direkt Infektion. Und da Heilmittel sowieso begrenzt ist und teilweise auch an RNG gebunden sind, das heißt, ihr wisst nicht immer, was ihr findet, kann es sein, dass ihr einfach nicht rechtzeitig die Heilmittel findet, die ihr braucht und euer Charakter stirbt. Kara besiegt die Figur, ist aber natürlich geschockt. Wie ist es überhaupt möglich, dass so eine Art von Kreatur an sich existiert und was genau ist hier passiert? Wenn das die Art von Gefahr ist, die sich in Kerker verbirgt, war es überhaupt fraglich, ob sein Ziel noch am Leben war. In einer der Räume findet er zu seiner Überraschung ein kleines Mädchen, das in einen Käfig gesperrt ist. Wie genau sie diesen Horror überlebt hat, ist unmöglich festzulegen, aber sie ist komplett verängstigt, verwahrlost und spricht kein einziges Wort. Es war so schon schwer genug, an sich zu überleben und ein Kind, das sich kaum verteidigen kann, würde es nicht leichter machen, also entschied er sich, sie zurückzulassen. Beim weiteren Forschen entdeckte eine Lichtung mitten im Kerker mit einer Reihe aufgehängter, toter Gefängnisinsassen. Was ihn aber noch mehr überrascht als diese Grausamkeit, ist der Kult, den er ein paar Meter weiter entdeckt, der sich gerade vergnügt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hier hat man die Entscheidung, daran teilzunehmen, aber man läuft Gefahr darauf, seinen Verstand zu verlieren und man ist nicht mehr in der Lage, dazu aufzuhören. Das bedeutet natürlich ein direktes Game Over. Sollte man da aber wieder rauskommen, würde sich die Verstandleiste auffüllen. Aber ihr fragt euch sicherlich, warum inmitten dieser Grausamkeit ein Haufen Leute eine Sexparty feiern. Das liegt daran, dass Götter existieren, die man mit verschiedenen Handlungen anbeten kann. Sylvan ist einer dieser Götter und sie ist für die Entstehung der Menschen verantwortlich. Fruchtbarkeit und die Vermischung des Fleisches ist, wofür sie hauptsächlich steht, und sollte man in ihren Namen Liebe machen, würde man mit einer Fähigkeit belohnt werden, wie zum Beispiel Heilung. Ihr habt aber später auch die Möglichkeit, mit einer eurer Partymitglieder zu schlafen, was dazu führt, dass sich eure Körper verbinden und ein neues Wesen entsteht. Läuft alles gut, entsteht eine Kreatur, die um einiges stärker ist als eure vorherigen Partymitglieder, und verlorene Gliedmaßen werden wiederhergestellt natürlich. Aber sollte die Sache schiefgehen, wird eine Fehlgeburt entstehen, die nicht wirklich in der Lage dazu ist, irgendwas zu machen.
Hara bleibt fokussiert und entscheidet sich lieber weiter nach seinem Ziel zu suchen. Kurz darauf trifft er aber den Fremden namens Ragnar Walder. Seine Statue und seine Klamotten lassen daraus schließen, dass er einige Kämpfe hinter sich hat und auch nicht von diesem Lande ist. Obwohl er eine eher neutralere Haltung zu Kahara wahrt, ist es offensichtlich, dass von ihm eine Gefahr ausgeht, da er vor allem sehr skeptisch ist. Walder deutet an, dass er eine Idee hat, was genau in diesem Kerker vor sich geht und dass diese Ereigner auch nicht das erste Mal sind, dass er mit sowas konfrontiert wird. Das liegt natürlich auch an seiner Geschichte, denn Ragnar Walder kommt von dem nördlichen Königreich Oldegard. Er trägt die Seele des Gepeinigten mit sich und das bedeutet, dass er ein Leben voller Schmerz ertragen muss, was ihn schlussendlich aber um einiges stärker macht als einen normalen Menschen. Er begab sich mit einer kleineren Gruppe nach Vinland, um ein neues Land zu finden oder zumindest eine Nahrung für sein Zuhause, da die Winter immer schlimmer wurden und sie kaum noch überleben konnten. Womit sie aber gar nicht rechneten, waren, dass dieses Land komplett aus Monstern und dunkler Magie besteht, die das Überleben an sich unfassbar schwierig machten. Ragnar Walder war einer der wenigen Überlebenden und brachte auch ein sonderbares Relikt mit sich als einer der wenigen Beuten, die sie erreicht hatten. Als er aber von einer Jagd zurückkam, hatte eine Söldnertruppe sein ganzes Zuhause ausgeraubt und seine Familie abgeschlachtet. Das Relikt war auch verschwunden und wahrscheinlich auch der Hauptgrund für diesen Überfall. Er schwor sich Rache und hörte auch relativ schnell ein Gerücht, dass der Anführer dieser Söldnertruppe in den Dungeons gebracht wurde. Blind vor Wut stürmte er natürlich hinterher. Ihm war es egal, was der Verlust sein würde, er würde sich rächen. Das war der Hauptgrund für seine Reise hierher, aber da er momentan sein Ziel alleine verfolgen möchte, lehnt er unsere Hilfe erstmal ab. Die Wege trennen sich und es geht weiter in den Dungeon hinein. Aus dem Nichts rennt ein panischer Händler auf Kahara zu, der vor irgendwas zu fliehen scheint. Aus seinem panischen Gestammel lässt sich nicht klar rausfiltern, was genau hinter ihm her ist, aber er gibt uns einen Rat. Wenn wir die Möglichkeit noch haben, sollen wir lieber fliehen und absolut keiner Seele hier trauen. Kurz darauf ertönt ein animalisches Geräusch, was bestätigt, dass irgendwas in den Schatten auf die beiden zukommt. Da Kahara aber nur in diese Richtung gehen kann, um überhaupt weiterzukommen, tastet er sich langsam durch die Dunkelheit, bis er hinter den Gittern einen Umriss erkennen kann, der undefinierbar ist. Seine Augen können nicht klar erkennen, was vor ihm steht, aber er weiß, dass die Gitter das Einzige sind, was verhindert, dass er gerade direkt sein Leben verliert. Direkt darauf hört er Schritte aus der Dunkelheit und versteckt sich. Er vernimmt eine relativ kleine Statue und bereitet sich für eine Konfrontation vor. Kämpfe, die er mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen kann, ist doch etwas, was er eingehen würde, vor allem, wenn er sie durch einen Überfall starten kann. Komischer, kleiner, deformierter Mann, der sich Drotur nennt, steht vor ihm und er kann nicht mehr wirklich festmachen, was genau er gerade sagt. Hier präsentiert sich die Möglichkeit, den Händler, den wir gerade eben getroffen haben, zu verraten oder den Kampf einzugehen und Drotur umzubringen. Kahara hat aber in jungen Jahren gelernt, nur auf sich selber zu achten, um zu überleben. Also entscheidet er sich, den Händler auszuliefern, was zur Folge hat, dass der als Folterspielzeug verwendet wird. Dafür wird man aber mit einem Heiltrank und einem Schlüssel belohnt, der einen tiefer in den Dungeon reinkommen lässt. Der Folterer erklärt, dass das genau das Richtige war, was Kahara getan hat und dass eine linke Ratte der beste Weg ist, um zu überleben. Es ist zwar unfassbar erbärmlich und er sagt auch, dass Kahara selber keine Ehre hat, aber er respektiert das, denn Überleben ist das Einzige, was man hier wirklich machen kann. Kahara kann nicht leugnen, dass er eine Art Ekel für seine Tat verspürt. Mit den Schlüsseln in der Hand begibt er sich tiefer und findet Zellen vor, die den eigentlichen Zweck des Kerkers dienen sollten. Aber nirgendwo ist ein Lebenszeichen von der Person, die er finden muss. Nur ein Haufen fliegender Gnome und Wärter, die nichts anderes als Verstümmelung und Misshandlung von lebenden Kreaturen im Kopf haben. Er vernimmt aber auch das Gefühl, das er hinter den Gittern auf der oberen Ebene gespürt hatte, wieder wahr. Eine Präsenz, die noch schlimmer ist als die anderen Monster, die umher geistern. Kaharas erster Instinkt war zu rennen, denn was auch immer ihn verfolgte, würde nicht so leicht aufgeben und es würde auch wahrscheinlich nicht so leicht zu besiegen sein. Während er flieht, denkt er sich, dass es unmöglich ist, sich vorzustellen, dass ein normaler Mensch mehrere Tage hier aushält. Schweige denn mehrere Wochen, wie es der Söldneranführer eigentlich getan haben soll. Aber solange er nicht die Leiche seines Ziels gefunden hat, hat er keine andere Wahl, als weiterzusuchen. Auf derselben Ebene stößt er auf einen absolut bizarren Gang, der nur aus Fleisch, Blut und Kadavern besteht. Am Ende von diesem Gang wartet ein Echsenmensch auf ihn, den er aber eingeht. Sollte man neugierig genug sein, in diesen Fleischwänden zu stöbern, würde man höchstwahrscheinlich mit dem körperlosen Nascha konfrontiert werden. Mit Abstand einer der größten Drecksäcke im ganzen Spiel. Er war gefürchtet in verschiedenen Ländern für seine Stärke und Zerstörung, da er ein talentierter Magier war. Naschras Kopf ist unsterblich und sollte man es nicht schaffen, aus diesem Kampf zu fliehen, würde eine riesige Minotaurus-artige Figur beschwören, die einen mit einem Schlag umbringt. Besitzt man aber ein spezielles Item, kann man ihn als mächtiges Partymitglied rekrutieren. Zu seiner Geschichte erzähle ich aber später mehr. Kahara erschließt sich, dass die einzige Möglichkeit, weiter nach unten zu kommen, der Hebel ist, der von Elite-Wärtern verteidigt wird. Alleine würde das aber noch viel schwieriger werden als gedacht und er kann auch nicht aufhören, daran zu denken, was aus diesem kleinen Mädchen wird, das er zurückgelassen hat. Der Verrat an den Händler hat schon einen widerlichen Beigeschmack hinterlassen, aber ob er sich den Tod eines Kindes auch noch aufbürden könnte? Mit dem ganzen Horror, den er bisher wahrgenommen hat, siegt sein Gewissen und er entscheidet sich zurückzugehen und sie zu befreien. Sie spricht nach wie vor kein einziges Wort. Ob sie das nicht kann oder nicht will, ist schwer zu sagen, aber sie versteht einen immerhin. Sie scheint auch grundsätzlich erleichtert zu sein, dass sie endlich draußen ist. Man kann sich auch nur vorstellen, was sie alles erlebt hat, aber der Fakt, dass sie eine Erotophobie besitzt, also eine Angst vor allem Sexuellen, ist eine Geschichte, die für sie selber spricht. Um sie zu beruhigen, schenkt Kahara ihr einen Dolch, mit dem sie zumindest irgendeine
irgendeine Art von Schaden anrichten kann. Plus eine Puppe, die er in einer der Zellen gefunden hat. Sie mustert die Gegenstände und weiß nicht wirklich, wie sie reagieren soll, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie nie eine Art Zuneigung verspürt hat. In ihrer eigenen Art und Weise freut sich das Mädchen über die Geschenke und nimmt sie auch sehr zu Herzen. Sie sind wahrscheinlich die ersten Geschenke, die sie jemals bekommen hat. Durch diesen Anblick kann Kahara auch nicht anders als eine Art Bindung zu spüren, aufgrund seiner eigenen bescheidenen Vergangenheit und realisiert, dass es die richtige Entscheidung war, sie mitzunehmen. Er selber weiß, was es bedeutet, zurückgelassen zu werden, um sein eigenes Überleben zu kämpfen, vor allem wenn man zu schwach ist. Er wird aber nicht in der Lage dazu sein, sie alleine zu verteidigen. Vielleicht, wenn er Ragnar Walder findet, kann er ihn doch überzeugen, eine Gruppe zu bilden. So einen erfahrenen Kämpfer als Mitglied zu haben, würde auf jeden Fall die Chance erhöhen, aus dieser Hölle wieder rauszukommen. Also begibt er sich mit dem Mädchen im Gepäck in Richtung des Weges, den Ragnar Walder gegangen ist. Die Rekrutierung an Mitstreiter ist an verschiedene Sachen gebunden. Manchmal müsst ihr etwas machen, manchmal müsst ihr sie einfach nur finden. Es ist immer besser, mehrere Mitglieder in eurer Truppe zu haben, dass sich die Attacken dann nicht nur auf euch fokussieren und ihr mehrere Angriffsmöglichkeiten habt. Natürlich auch grundsätzlich mehr Schaden, aber ihr dürft auch nicht vergessen, die haben alle Hunger, die haben alle einen Verstandmeter und ihr müsst dann eure Ressourcen auf 3 oder vielleicht sogar 4 Leute aufteilen. Zurück in der Lichtung sieht er einen Baum, der sehr unnatürlich wirkt. Da das aber der einzige Weg ist, den der Fremde hätte gehen können, begeben sie sich hinein. Eine sehr feuchte und miefige Atmosphäre umgibt sie. Komische, unnatürliche Geräusche, die sie in der Ferne hören, die nicht vom Menschen stammen können. Tausende Käfer, die sich unter den Ranken bewegen. Insektenartige Monster, die das Innere des Baumes patrouillieren, lassen diesen Ort wirken, als wäre er komplett losgelöst von dem Rest des Kerkers. Im Gegensatz zu den meisten Gegnern kann man hier auch nicht nach seinem Instinkt gehen und einfach den Kopf direkt angreifen, da der explodiert und einen sofort vergiftet. Und wie ich euch erzählt habe, Debuffs sind keine gute Sache. Vor allem, weil Gegengift eine der schweren Sachen zu lösen ist. Dieses Areal ist zwar zum Glück optional, aber man wird belohnt, wenn man sich irgendwie durchzwingt, auch wenn es extrem nervig sein kann. Eine der besten Waffen, der verfluchte Katana, wartet hier auf euch und ihr findet hier auch einige Münzen, die eure Chancen bei den Münzwürfen auf jeden Fall verbessern. Sie kämpfen sich bis auf die unteren Ebenen durch, wo sie schlussendlich doch den Fremden treffen, der erklärt, dass dieser Baum eine Erweiterung eines Gottes ist. Ragnar Walder ist sehr bewandert, was den Okkultismus und die Mythologie dieser Welt angeht und er erklärt uns auch, dass der Gott der Tiefe wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum dieser Kerker überhaupt so außer Kontrolle geraten ist. Er ist auch definitiv für diese Dunkelheit verantwortlich, die über diesen ganzen Kerker hängt. Hier finden wir auch raus, dass diese Dunkelheit der Hauptgrund ist, warum diese Kreaturen existieren, denn sie ist eine übernatürliche Macht, die Lebewesen beeinflusst und sie mutieren lässt. Fast alles, was wir bisher gesehen haben, wie die Wärter, aber auch Trotor, sind Menschen, die von Dunkelheit korrumpiert und mutiert wurden in Wesen, die nur ihren niederen Instinkten nachgehen. Dieser Gott ist auch wahrscheinlich der älteste, den wir in diesem Spiel antreffen werden und er gibt einem die Möglichkeit, mit Insekten zu reden, was nicht die nutzvollste Fähigkeit ist, aber sie kann jemanden Vorteile bringen. Zum Beispiel extra Items, aber es macht keinen wirklichen Sinn, sich die Mühe dafür zu machen. Ragnar Walder akzeptiert, dass es doch Vorteile haben könnte, sich uns anzuschließen, vor allem weil unsere Ziele sich kreuzen könnten. Das löst natürlich auch eine Erleichterung in Kahara aus, der jetzt seine Chancen zu überleben, vor allem mit den kleinen Mädchen, um einiges höher einschätzt, als wenn sie nur zu zweit waren. Da es aber unmöglich ist, den Baum wieder nach oben zu klettern, entscheidet sich die Gruppe tiefer einzudringen und zusammen schreiten sie weiter in den Kerker hinein. Sie brechen durch die unterste Ebene von dem Baum durch und landen zufällig in den Katakomben, wo sie auf Enki treffen, den dunklen Priest. Er scheint nicht auf Konflikt aus zu sein, aber er hat auch kein wirkliches Interesse, mit uns zu kommunizieren. Um mehr aus ihm herauszubekommen, braucht man einen Talisman, der von den gelben Magiern verwendet wird. Dasselbe Item, das ihr auch für Nashra bräuchtet, um ihn zu rekrutieren. Diese Magier sind Jünger von Nashra, was das Interesse des Priesters weckt, der tief in den Okkultismus selber drin steckt. Ohne diesen Talisman hat er aber keine Verwendung für uns und will nur seinen eigenen Zielen nachgehen, was bedeutet, dass er sich uns nicht anschließen wird. Nein, er hat nämlich viel mehr das Interesse, sein Wissen zu erweitern und so nahe wie möglich an die Götter zu treten, da ihm eine Vision beschert wurde. Sein Leben lang wurde er in den Kult der dunklen Priester unterwiesen, was ihm Wissen über Blutmagie und andere Rituale gewährt. Aber dafür hat er auch wie alle anderen dunklen Priester, die wir als Gegner treffen, einen unfassbar schwachen Körper, mit dem er kaum physisch kämpfen kann. Es macht keinen wirklichen Sinn, ihn zu verärgern und die Gruppe entscheidet sich, ihn seinen Forschungen zu überlassen und weiter die Ebene nach der Person abzusuchen, um die es eigentlich geht. Sie stoßen auch auf ein großes schwarzes Herz, das zu pumpen scheint, um zu sehen, was passiert, sticht Kahara rein. Aber zu seinen Überraschungen scheint es einfach keine wirkliche Auswirkung zu haben. Die Venen, die aber davon wegpulsieren, lassen darauf deuten, dass es anscheinend mehrere Organe gibt, mit denen man sich auseinandersetzen müsste, um irgendwas zu erreichen. Also momentan einfach nicht wirklich relevant. Nach einigen Konfrontationen mit parasiteninfizierten Kreaturen finden sie schlussendlich die Zelle, nach der sie gesucht haben. Aber es ist zu spät.
Den VIP, den wir finden sollten, der Anführer der Truppe, an den Ragnar Walder sich rächen wollte, Legard, war hier aufgeschlitzt und leblos im Kerker. Legard ist eine Person, die aus dem Nichts aufstieg und mit der Korruption von Rondo nicht zurechtkam. Und deswegen gründete er seine eigene Söldnertruppe, um die Welt zu verändern, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Er hatte Vision, der Auserwählte zu sein, und dadurch verfolgte er auch noch engstirniger seine Ziele, die Welt zu verändern. Aber das hatte zur Folge, dass er das Relikt von Ragnar Walder brauchte und wortwörtlich über Leichen ging, um sein Ziel zu erreichen. Das war auch einer der Gründe, warum Legard eingesperrt wurde, da er als außer Kontrolle gilt und aufgehalten werden musste. Ob sich die Leute bewusst waren, wie gefährlich dieser Ort wirklich war, ist schwer zu sagen. Nun ist es wichtig anzumerken, dass es möglich ist, ihn zu finden, bevor er stirbt. Man hat ab dem Punkt, wo man den Dungeon betritt, einen unsichtbaren Timer von 30 Minuten. Und wenn man es schafft, vor den Ablaufen dieses Timers ihn zu finden, ist er lebendig und man kann ihn rekrutieren. Grundsätzlich hat er da Amnesie und es macht es auch nicht wirklich leichter, aus dem Kerker wieder rauszukommen. Warum ich aber für diesen Canon entschieden habe, dass Legard tot ist, werdet ihr am Ende des Videos sehen. Wartet einfach ab, ich verspreche euch, es wird Sinn machen. Ragnar Walder murmelt vor sich hin, dass er erleichtert ist, dass er ihn nicht töten musste, aber er war auch froh darüber, dass er geschlachtet wurde wie ein Schwein. Auch wenn er so wirkt, ist Töten nicht wirklich eine seiner Lieblingsbeschäftigung. Das Mädchen kniet neben der Leiche und scheint ihn auch von irgendwoher zu kennen. Man könnte auch meinen, dass sie fast eine Träne vergießt, aber es ist schwer in der Dunkelheit zu erkennen. Für Kahara entsteht allerdings jetzt ein großes Problem. Ohne einen lebenden Legard, keine Belohnung und er war wirklich extrem abhängig von dem Geld. Alle drei sind ziellos, aber Fakt ist, es gibt kein wirkliches Zurück mehr. Das Einzige, was sie jetzt noch machen können, ist noch tiefer nach unten dringen und Antworten finden. Kahara musste mit seinen Versagen leben und dass er potenziell sein Leben für nichts weggeworfen hatte. Da aber das einzige Tor, das weiter nach unten führt, versiegelt war, waren sie gezwungen, eine Schüssel zu finden. Oben angekommen, durchqueren sie das Stollenwerk, aber da ist es wieder. Diese Präsenz, die Kahara jagt. Selbst mit der Unterstützung von Ragnar Walder geht Kahara nicht das Risiko ein, diesen Dämon zu konfrontieren und entscheidet sich, die Gefahr zu umgehen. Aus ihrer Flucht heraus stoßen sie auf einen weiteren Kult, der sich aber dieses Mal gegenseitig kannibalisiert. Das sind dieses Mal Anhänger von Krogorov, den Gott des Blutes und der Gewalt. Er ist das Gegenstück zu Sylvien und ist für Tod und Zerstörung verantwortlich. Denn wenn Sylvien Leben schafft, muss auch Leben wieder genommen werden, damit eine Balance entsteht. Ironischerweise tötet er auch dann nicht wirklich aus Böswilligkeit, sondern einfach nur, weil es die Regel der Natur ist. Damit neue Sachen entstehen, müssen alte Sachen zerstört werden. Blutopfer, Morde und so ziemlich alles, was mit Gewalt zu tun hat, kann in seinen Namen vollrichtet werden und gewährt einen mächtigen Zauber. Wie zum Beispiel Verletzen, was direkt Körperteile abreißen kann, aber auch Pyromantie. Kahara hat als Ungläubiger schon genug von dem ganzen Okkultismus und er wollte auch dem Mädchen weitere Grausamkeiten ersparen, also gehen sie direkt. Walder schafft er es auch grundsätzlich, die Ruhe zu bewahren, da der einfach so erfahren ist, dass er selten schockiert ist und meistens ein müdes Lächeln auf den Lippen hat. Er erweist sich wie erwartet als ein wertvolles Mitglied dieser Truppe. Weiter abseits von den Minen finden sie ein Dorf mit humanoiden, blauen Kreaturen, die kaum kommunizieren können. Diese Leute, wenn man es so nennen kann, zählen zu den Vergessenen und beten den Gott der Tiefen an. Sie haben sich mit großer Wahrscheinlichkeit in der Dunkelheit angepasst und sind zu dem geworden, nachdem sie einfach längere Zeit hier gelebt haben. Grundsätzlich scheinen sie auch komplett harmlos zu sein, aber trotzdem ist die Gruppe etwas beunruhigt. Jeder falsche Schritt könnte diese Horde auf sie schicken und sie wissen nicht, ob sie sich da durchkämpfen können. Da sie aber anscheinend noch irgendwas anderes anbeten, außer den Gott der Tiefen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel, den sie suchen, hier sein könnte. Sie suchen das ganze Dorf ab und am Rande des Dorfes treffen sie auch irgendwann Das, die Ritterin, die gerade brutal zusammengeschlagen wird. Wir haben mal wieder die Wahl, sie liegen zu lassen oder ihr zu helfen, aber wenn wir nichts machen, wird sie definitiv sterben. Da Kahara aber schon seine Drecksack-Mentalität abgelegt hat, entscheidet er sich, Das zu retten. Sie ist verwundet, aber unendlich froh, dass die Truppe gekommen ist. Das ist von nobler Geburt und besitzt die Seele der Dominierung, was bedeutet, dass sie in einer Führungsposition am besten aufgehoben ist. Durch diese Konstellation ist sie auch sehr schnell eine hohe Position der heiligen Ritter Almes befördert worden, die für Rondo kämpfen. Alme ist ein weiterer Gott, aber zu dem kommen wir erst später. Sie war stark unzufrieden mit der Korruption, die sie mitbekam, und sie trat auch relativ schnell wieder aus, nur um direkt von Legard verführt zu werden, wodurch sie sich seiner Söldnergruppe anschloss. Sie verehrte und verliebte sich irgendwann in ihn, war sich aber manchmal auch sehr unsicher mit den Mitteln, die er verwendete. Nach dem Massaker von Ollegard wurde aber die Söldnertruppe gejagt und zum Großteil ausgelöscht. Sie ist gerade so mit dem Leben entkommen und erfuhr auch direkt, dass Legard festgenommen wurde und in den Kerker verschleppt wurde. Und ohne auch nur eine Sekunde zu verschwenden, jagte sie ihm direkt hinterher. Sie landete irgendwann in den Tiefen, in dem wir hier sie vorgefunden haben. Als sie aber auf das blaue Volk traf, versuchte sie Missionar zu spielen und ihren Gott Alme ihn irgendwie aufzuschwatzen. Als sie dann auch noch ein brutales Ritual dieser Kreaturen unterbrach, um sie aufzuhalten, ja, sie sagt selber, dass die Sachen, die mit ihr angestellt wurden, unaussprechbar sind. Aber wenn man sich anschaut, was in dieser Welt normal ist, kann man sie selber erschließen, was ihr Schicksal war. Da sie aber den wahren Grund für ihr Kommen für sich behält, findet sie auch nicht von der Gruppe heraus, dass Legard eigentlich schon tot ist. Sie ist einfach nur an sich froh, sich anschließen zu können, vor allem nach allem, was passiert ist. Und durch
da ist das Relikt, das sich der Würfel der Tiefen nennt, aber sie gibt auch wieder, dass es ein Problem wäre, ihn zu nehmen, da diese Leute ihn anbeten. Das war aber die einzige Möglichkeit, um weiterzukommen, und nachdem sie den Würfel genommen haben, bestätigt sich Dars Aussage und alle blauen Kreaturen werden zu Gegnern. Sie sind zwar nicht sonderlich stark, aber es sind sehr viele von ihnen und es besteht immer die Gefahr, dass sie irgendeinen Dieber raushauen. In der Spitze des Dorfes ist es interessanterweise auch ein riesiger Mund und Ragnar Walter erklärt, dass das hier der Gott der Tiefen sein muss oder zumindest ein Aspekt von ihm. Da sein Mund aber so groß ist wie ein ausgewachsener Mensch, kann man sich schwer vorstellen, wie groß der eigentliche Körper von dieser Kreatur ist. Mit den Schlüssel aber in Gepäck begeben sie sich endlich wieder zurück zu dem Dorf, aber womit sie nicht rechneten, war die Präsenz, die Kahara endlich eingeholt hatte. Keinen Ausweg mehr haben sie, keine andere Wahl, als um ihr Überleben zu kämpfen. Und nun endlich mit diesem Ding konfrontiert, bestätigt sich auch die Angst, die Kahara hat. Vor ihnen steht ein Wesen, das sich der Krähenfleischer nennt, und er ist einer der gefährlichsten Gegner in ganz vielen Hangar. Er hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Gliedmaßen abzuhacken, und eine effektive Art, das aufzuhalten, ist immer blocken, aber dadurch zieht sich der Kampf auch in die Länge. Was natürlich auch wieder ein Problem ist, denn er kann auch Krähen beschwören, die einen die Augen auspicken, dagegen kann man sich nicht wehren, und die meisten seiner Schläge infizieren sich, und dagegen kann man sich auch schwer wehren. Kleiner Tipp für die, die wirklich vorhaben, das zu spielen: wenn ihr gegen ihn kämpft, wäre es immer gut, eine rote Fiole zu haben. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr hoch und solltet ihr das auf seinen Kopf werfen, verätzen sich seine Augen und er verliert die Sicht. Dadurch treffen die meisten seiner Attacken zumindest um einige seltener und diese lästige Krähenattacke, die euren Run direkt beenden könnte, ist weitaus weniger gefährlich. Es bleibt aber immer noch ein anstrengender Kampf, weil er einen 50-50 Münzwurf hat, wo er euch direkt den Kopf abreißt und euch einfach instant killt, egal was ihr macht. Hoffentlich habt ihr genug Münzen gesammelt. Es ist knapp, aber sie schaffen es, den Fleischer aufzuhalten, aber auch nicht ohne Verluste. Das Arm ist gebrochen und das Mädchen wurde infiziert. Sie erhalten einen weiteren Schlüssel mit einem Krähenemblem und Ragnar Walder erinnert sich an eine Tür, die damit abgeschlossen war. Die Hoffnung jetzt ist, dass sie vielleicht Ressourcen finden, um ein Heilmittel für das Mädchen herzustellen. Dort angekommen finden sie aber nur einen Raum voller Leichen mit einem verfluchten Schwert, das spricht. Es nennt sich Miasma und ist eine der besten Waffen in Dungeon, aber nur solange der Träger genug Verstand hat. Sollte der Verstand unter 50 fallen, wird der Nutzer direkt verrückt und greift die restliche Gruppe an. Da Ragnar Walder dafür am besten geeignet ist, verwendet er das Schwert und sie suchen weiter nach einem Heilmittel für die Infektion, aber die ohnehin schon wenigen Ressourcen lassen zu wünschen übrig. Die Gesundheit des Mädchens lässt rapide nach und Kahara ist sich bewusst, dass sie jetzt nur noch zwei Optionen hat. Entweder sie suchen weiter und nehmen den eventuellen Tod des Mädchens Kauf oder die betroffene Stelle entfernen. Sie haben keine Zeit mehr. Ihr geht es immer schlechter und sie würde es auch bald nicht mehr lange überleben. Auch wenn das Mädchen kein Wort von sich gibt, versteht sie, was jetzt passieren muss. Kahara hat große Schwierigkeiten, es durchzuführen und Ragnar Walder erklärt sich bereit, es zu machen. Aber Kahara sieht es als seine eigene Verantwortung, da er versagt hatte. Er gibt ihr etwas, worauf sie draufbeißen kann, spricht ihr ein letztes Mal zu und bereitet sie darauf vor. Er nimmt eine der Knochensägen, die er gefunden hat, und fängt an, ihren Arm abzutrennen, was ein leider langwieriger Prozess ist. Die Schuld ist unerträglich, aber was kann er noch großartig tun? Weil er versucht mit seinen Worten und einem müden Lächeln ihn irgendwie zuzusprechen und Dars hat eine gewisse Rationalität, die Kaharas Handeln rechtfertigt. Und auch das Mädchen hegt keinen wirklichen Groll, denn sie weiß, es gab keine wirklich andere Wahl. Immerhin ist die Situation an sich hoffnungslos in diesem Verlies. Mit diesen Schicksalen muss man einfach rechnen. Das weiß jeder, der hier anwesend ist. Sie können nicht fliehen. Sie können nur weiter nach unten, sich ihrem Schicksal stellen und das Beste hoffen. Mit einem unguten Gefühl und einer Unsicherheit begeben sie sich tiefer in das Loch, aber sie haben Hoffnung, dass irgendwo doch eine Erlösung auf sie wartet. Das Grab der Götter. So nennt sich dieser gottverlassene Ort und es ist auch direkt spürbar, dass die Atmosphäre eine komplett andere ist. Der konstante Druck und Terror der vorherigen Ebenen ist weniger präsent. Stattdessen wird sie durch eine Art mystische Ruhe ersetzt, der durch fernes Singen unterstrichen wird. Es gilt, mehrere Schieberätsel zu lösen und die Belohnung dafür ist eine Grabstätte mit der Leiche des Gottes Almer. Almer ist einer der letzten alten Götter, die geboren wurden, und seine Geschichte spiegelt im Prinzip die von Jesus wider. Er entstand aus einer jungfräulichen Geburt, scharte 12 Apostel um sich und verbrachte mehrere Wunder, worauf er hingerichtet wurde und dann wieder zum Leben erwachte, etc. Der einzige Unterschied ist, dass nach seiner Geburt er die meisten Tyrannen vernichtet hat und eine neue Weltordnung erschaffen hat. Eine Weltordnung, die bis zum heutigen Tage noch angebeten wird, deswegen auch die heiligen Ritter von Rondo, die Dars angehörte. Es ist im Prinzip eine Parallelvision des Christentums und in Dungeon finden wir auch mehrere Rollen, die wir beschriften können. Wenn man die Worte Praise, O Lord, also gepriesen seist du, O Herr, schreibt, bekommt man ein Item, egal was es ist, seiner Wahl. Eine Anspielung darauf, dass er aus den Nichts Sachen erschaffen konnte. Dars war fassungslos, dass der Mann der Legenden und der Gott, den sie angebeten hat, vor ihr liegt. Ob es ihren Glauben testet oder verstärkt, ist etwas, was sie für sich behält, aber es ist ein Anblick, der für immer Spuren hinterlassen wird. By the way, sollte man die Kommentier auf ihn wirken, erregt sich sein Gemächt. Es hat absolut keine Auswirkungen, aber ich dachte, ich lasse euch dran teilhaben. Nachdem die Gruppe aber keinen wirklichen Ausweg findet, schlägt Ragnar Walder vor, den Würfel in einer Art Vorrichtung nochmal zu verbinden, da das die Lösung sein könnte. Ein grelles Licht erblitzt und es scheint, als wäre die Realität verändert worden zu sein. Ein eingestürztes Tor ist jetzt freigelegt und sie treten nach außen, aber was sie hier finden, übersteigt alles, was sie sich hätten vorstellen können.
Vor ihnen erstreckt sich eine riesige goldene Stadt. Es widerspricht jeder Logik, dass so eine massive Konstruktion, geschweige die Kulturen, die dahinter stecken könnten, über Jahrhunderte komplett unentdeckt geblieben sind. Sie entscheiden sich, die Gegend zu erkunden und finden Wesen, die eine komplett andere Herkunft und Nutzen zu besitzen scheinen. Wohingegen die vorherigen Gegner hauptsächlich Lust und Mord gesteuert waren, finden sie hier Puppen mit Gebärmüttern, die auch Embryos in sich tragen, die einen angreifen. Spinnenartige Wesen mit Menschenkörpern, die zwar wenig Aggression zeigen, das sich aber auch schlagartig ändern können und einen Akt der Perversion hervorbringen, der sich schwer beschreiben lässt. Die Missgeburten vorher waren genau das, Fehlgeburten einer höheren Macht, die außer Kontrolle geraten war. Aber diese Wesen scheinen mit einer bestimmten Idee oder Nutzen erschaffen worden zu sein. Um wem, würde sich erst später zeigen. Auch die Stadt selber wirkt bizarr. Es tümmeln sich Lebewesen, mit denen man einigermaßen kommunizieren kann, aber wie ein kaputter Anrufbeantworter geben sie nur vorgefertigte Antworten. Auf den Straßen selber geistern Schatten, die vielleicht einmal die Bewohner waren, aber es ist schwer zu sagen. Nicht mal Ragnar Walde hat eine wirkliche Antwort auf das, was hier vor sich geht, und das scheint sowieso dem Wahnsinn nahe zu sein, da ihr Weltbild sich komplett in Luft auflöst. Hara hat aber längst Logik und Verstand abgelegt und nimmt die Situation auf, wie sie ist. Um hier zu überleben, muss man pragmatisch bleiben, etwas, worin er ein Experte war. Da sie aber wenig mit der gegenwärtigen Situation anfangen können, entscheiden sie sich, den Würfel nochmal zu benutzen, um zu sehen, was sich verändern könnte. Das Licht scheint wieder, aber dieses Mal... Das künstliche Licht, die Schattenwesen, die Kreaturen... Alles ist verschwunden. Der Zustand der Stadt selber ist komplett heruntergebrochen. Sie treffen eine Art Golem vor den Eingang des Palastes, der ihnen mitteilt, dass ihnen nur Zugang gewährt wird, wenn sie drei verschiedene Seelen vorweisen können. Die endlose Seele, die erleuchtete und die gepeinigte. Eine Voraussetzung, die sie ironischerweise fast mit ihrem Dasein erfüllen, aber sie müssten sich dafür gegenseitig abschlachten und trotzdem würde ihnen auch noch eine Seele fehlen. Ohne Antworten, wie es weitergeht, entdecken sie einen Raum, in dem man beten kann. Sollte man diesem Brauch hier nachkommen, würde man in eine andere Dimension teleportiert werden mit riesigen Figuren, die an einem Tisch sitzen. Sie wirken einschüchternd, aber strahlen keine wirkliche Gefahr aus. Hier habt ihr die Möglichkeit als Spieler in-game drei Fragen zu stellen, egal zu welcher Thematik, solange sie mit der Lore zu tun hat. Sind diese drei Fragen beantwortet, werdet ihr in den vorherigen Raum zurückgeschickt und könnt nicht nochmal reinkommen. Sie erklären, dass sie die neuen Götter sind und dass es andere außerhalb des Raumes gibt, die ihr Unwesen treiben. Valthiel, der Erleuchtete, Nilvan, die Endlose und Chambara, der Gepeinigte, sowie François, der Dominierende. Sollte die Gruppe in der Lage dazu sein, diese Götter auszuschalten, würden sie nicht nur ihre Seelen bekommen, sondern auch mit diesen Seelen in der Lage dazu sein, den goldenen Thron im Palast zu besteigen. Und damit könnten sie selber zu einer Art neue Gottheit werden. Das ist natürlich ein Angebot, das für jeden im Raum die Lösung aller Probleme ist. Kahara könnte den Reichtum und die Freiheit erlangen, nachdem er sich so sehr sehnte. Valda könnte vielleicht die Vergangenheit verändern oder zumindest das Böse dieser Welt vernichten, damit so etwas nicht nochmal passiert. Und Das wäre in der Lage dazu, Legat zu finden, zu retten und mit ihm all seine Ziele zu erreichen. Ob das Mädchen Wünsche mit sich trägt, ist schwer zu sagen. Eins ist allerdings klar, sie wissen, was sie zu tun haben. Und mit dieser Erkenntnis machen sie sich auf, die Götter von Mahabre zu konfrontieren. Bevor sie sich diesen riesigen Unterfangen annehmen, schlägt Ragnar Valda vor, den Turm an der Seite der Stadt zu untersuchen, da es hier mögliche Hinweise geben könnte. Und zu ihrer Überraschung war hier auch eine Art Schlafmöglichkeit, die sie nutzen könnten. Es war schwer zu glauben, dass man in dieser Situation an Schlaf überhaupt denken konnte, aber die Erschöpfung war offensichtlich und wer weiß, wann sie nochmal die Chance dafür hätten. Zusammen beschließen sie, sich auszuruhen und es braucht auch keine 2 Minuten, bis sie schlafen, aber direkt darauf erwachen sie in einer anderen Welt. Sie sind am Anfang komplett desorientiert, aber Kahara erkennt schnell, wo sie sind. Das hier sind die Straßen von Rondon, auch wenn irgendwas komplett anders hier ist, aber er kann auch nicht wirklich festlegen, was es ist. Während sie die Straßen ablaufen, entdecken sie einen gekreuzigten Mann, der kurz vor einem Ritual steht. Es ist der dunkle Priester Enki, der kurz vor seinem Tod eine Vision wahrnahm, die ihm befahl, in den Verlies zu kommen, um sein Schicksal entgegenzutreten. Was das genau bedeutet, ist schwer zu sagen, aber nach einem weiteren Erkunden entdeckt Kahara einen Ort, an dem er sehr viel Zeit verbracht hatte. Einer der berüchtigsten Bordelle in Rondo, das für ihn schon fast sein zweites Zuhause war. Nicht notwendigerweise wegen den Leistungen, die ihm angeboten werden, sondern wegen der Person, die ihm wichtiger war, als alles andere. Der eigentliche Grund, warum er den Auftrag angenommen hatte, der ihn hierher gebracht hatte. Wir sehen ein Gespräch zwischen Kahara und einer Frau namens Celeste. Er fragt sie, ob sie dieser Arbeit immer noch nachgehen will, obwohl sie weiß, dass sie eigentlich ein Kind bald erwartet. Und sie erwidert nur, dass es sogar einige Leute gibt, die dafür extra zahlen. Sie erklärt ihm, dass er selber gut genug weiß, dass es nicht möglich ist, für eine Frau ihrer Statur irgendeine andere Arbeit zu verrichten, um zu überleben. Kahara weiß das auch selber, aber er kann nicht ignorieren, wie gefährlich es ist, alleine wegen den Krankheiten, aber auch wegen manchen Kunden, die etwas härter zulangen. Wenn das Kind erstmal auf der Welt ist, würde es noch schwerer werden zu überleben. Der einzige Weg raus ist die Ressource, die beide zu wenig haben, Geld. Kahara möchte aus Liebe heraus die Verantwortung für beide übernehmen und das ist auch der Moment, wo er kurz darauf ein Angebot bekommt für einen sehr gefährlichen Job, der aber extrem viel Zeit und all seine Probleme lösen könnte. Charaktere vor uns verschwinden und es ist klar,
Hier handelt es sich um Erinnerungen. Erinnerungen, die Kahara auf den Boden der Tatsachen nochmal zurückholen, dass er versagt hatte und mit leeren Händen zurückkehren würde, wenn er überhaupt mit dem Leben davonkommt. Er hatte komplett leere Versprechen gegeben und sein Leben für nichts geopfert. Ein paar Schritte weiter landen sie auf einmal in ein Dorf. Ragnar Baldersdorf. An den Tag, an dem er zurückkehrte und seine Familie tot vorfand. Der Tag, an dem er seinen Verstand an Rache verlor und auch sein größtes Versagen, das er für immer bereuen würde. Er war nicht da, während seine Familie wie Tiere abgeschlachtet wurden. Nun war klar, wofür diese Welt diente. Alles, was sie bereuten, alle ihre größten Versagen, der Punkt, wo sich ihr Leben geändert hat, wird hier nochmal aufgebracht, damit sie damit konfrontiert werden. Sie versuchen so schnell wie möglich einen Ausweg zu finden, aber in Ragnar Walders Haus werden sie von einer mythologischen Kreatur seiner Kultur angegriffen. Es wirkt so wie eine harmlose Großmutter, aber es verwandelt sich relativ schnell in ein Monster, das mit einem Münzwurfangriff das Gesicht eines Charakters abreißen kann, was direkt ein One-Hit-Kill ist. Aber es war nichts, was sie jetzt noch in die Knie zwingen würde. Nachdem sie den Dämon vernichtet haben, werden sie von einer letzten Erinnerung konfrontiert. Das, die mit Legard auf einem Hügel sitzt und zweifelt an dem Plan, den er äußert, Ragnar Baldersdorf anzugreifen. Legard meint, dass es keine andere Option gibt und dass es einem größeren Zweck dient, aber Das hat große Bedenken. Trotzdem vertraut sie Legard und hofft auf das Beste, aber das ist eine Entscheidung, die sie tief bereuen würde. Das ist nämlich der Punkt, nachdem Rondo sich entscheidet, die Söldnertruppe zu vernichten, Legard gefangen genommen wird und sie keine andere Wahl hat, als ihm hinterher zu rennen. Eine Entscheidung, die ihr größtes Versagen widerspiegelt. Sie hätte ihn aufhalten können oder zumindest mehr machen können. Die Traumwelt löst sich auf und Kahara wird alleine von einer halbnackten Frau begrüßt, die über ihn schwebt. Ihr Gesicht sieht aus wie ein Mensch, allerdings fühlt sie sich nicht so an. Irgendwas ist komplett unnatürlich an ihr, als wäre sie jenseits dieser Welt. Die Frau lächelt auf das Kind und bittet Kahara, sie in den Kern der Dunkelheit zu bringen, damit sie erlöst wird. Hier hat man als Spieler die Entscheidung zwischen Ja und Nein, aber der einzige wirkliche Unterschied ist, ob man die Seele des Endlosen bekommt oder nicht. Also unabhängig davon, ob ihr es wirklich machen wollt oder nicht, die beste Antwort ist Ja, damit ihr einfach die Seele habt. Es ist nicht wirklich verpflichtend, ihr könnt es danach ignorieren. Da Kahara aber sonst nicht weiß, wie er dem Mädchen noch helfen könnte und er auch nicht glaubt, dass sie auf längere Zeit hier überleben werden und auch diese Seele braucht, stimmt er ihr zu. Er bekommt die Seele des Endlosen und es wird klar, dass diese ganze Prüfung eine Konstruktion von Nilvan, der Endlosen war. Einer der neuen Götter. Sie ist damals mit den anderen, die wir ausschalten müssen, nach Mahabre gekommen, um Antworten für die Welt zu finden. Sie stieg auf zur Gottheit und war relativ barmherzig. Sie liebt die Menschheit und glaubt, dass Menschen alles erreichen können, wenn sie nur fest genug dran glauben. Was aber wirklich dahinter steckt, erzähle ich später. Alle wachen auf und auch wenn sie ein paar Stunden Schlaf hatten, kann man nicht wirklich sagen, dass sie ausgeruht sind. Jeder wurde mit seinem Trauma konfrontiert und die Stimmung ist sogar noch schlechter als sonst. Aber es gibt einen Lichtblick für sie und das ist die vermeintliche göttliche Kraft, die alles ändern könnte. Kahara wundert sich immer noch, was die Verbindung zwischen dem Mädchen und Nilvan ist, aber er weiß, dass er keine Antworten von dem Kind bekommen würde. Er ist sich nicht mal sicher, ob sie selber wirklich die Antwort darauf weiß. Aber er will ihr nicht mehr aufbürden und spricht ihr Sicherheit zu, was sie zu helfen scheint. Er erklärt, dass sie eine der Seelen haben, verschweigt aber den Tausch, den er dafür gemacht hat. Sie waren ihrem Ziel einen Schritt näher, was für etwas Kraft sorgte. Sie rüsten sich aus und bereiten sich vor, den Rest von Mahabre zu bezwingen. Es gilt, 3 neue Götter zu töten, falls sie in der Lage dazu sind. Relativ schnell finden sie die riesige Bibliothek von Walter, dem Erleuchteten. Es stellt sich heraus, dass er für die ganzen Kreaturen in Mahabre verantwortlich ist. Die Puppen, die Leben geben können, die Golem, die Spinnenkreatur. Valtel war besessen von der Idee, Lebewesen zu erschaffen, ähnlich wie die alte Göttin Silvian. Er wollte den Göttern so nahe wie möglich sein und auch Diener haben, die seine Experimente für ihn weiterführen, aber durch seine Arroganz war er nicht zufrieden damit, dass seine Experimente potenziell länger leben könnten als er. Also erschuf er Lebewesen aus Fleisch und Blut wie den Herr der Fliegen, die Leute in Käfige einsperren, damit Valtel sie später als Experimente nutzen kann. Wissen war alles für diesen Menschen und das spiegelt sich auch in der Bibliothek wieder, in der so ziemlich jedes Thema zu finden ist. Kahara macht seine schnellen Finger nützlich und klaut ein paar Bücher, die vielleicht später nützlich werden können. In Tiefen der Bibliothek treffen sie ihn endlich und er steht vor einem Abgrund und murmelt etwas vor sich hin. Kurz darauf stürzt er sich in die Dunkelheit. Mit keiner anderen Wahl als ihm zu folgen, gehen sie die Treppe nach unten und werden von einem riesigen Kopf konfrontiert, der aus der Dunkelheit hervorsteigt. Dieser Kampf ist die Hölle, aber es gibt ein paar Tricks, die ihn komplett trivialisieren können. Zum einen kann man Valtel in ein Gespräch verwickeln, wo er Fragen über die Lore des Spiels stellt. Das ist eine ziemlich coole Belohnung für die Leute, die aufgepasst haben, denn wenn man seine Fragen richtig beantwortet, nimmt er nicht nur Schaden, sondern er hält auch kurz inne und übergeht seinen eigenen Zug, was die Gefahr auf Schaden drastisch vermindert. Plus, dass er auch noch schwach gegen Gift ist, lässt den Kampf relativ leicht werden, aber nicht ungefährlich. Es ist aber definitiv ein Witz im Gegensatz dazu, wenn ihr ihn normal fighten würdet. Die Seele des Erleuchteten gehört der Gruppe und der Kopf fällt halb zerstört in die Dunkelheit zurück. Als nächstes begeben sie sich in den Tempel der Qualen, ein Ort, der für jegliche Art der Folter berüchtigt ist und die zu der Dämone von Chambara, den Gepeinigten, zählt. Er war ein Poet und ein Künstler. Er war aber auch der Überzeugung, dass nur durch Schmerz und Blut man die höchste Form der Kunst und des Lebens finden kann.
Es spiegelt sich in den Tempel wieder, der mehrere hautlose Kreaturen, die vor Schmerzen schreien, birgt, aber auch in dem Ritual, das man benutzen muss, um ihn richtig zu bekämpfen. Einer eurer Mitglieder muss Ketten mit Haken am Ende in ihre Haut reinversetzen und dann langsam auseinandergerissen werden. Ihr müsst versuchen, links und rechts die Ketten gleichmäßig zu ziehen, ohne dass Chambara euch erwischt. Solltet ihr ihn auf normale Art und Weise fighten, würde er immer und immer wieder zurückkommen. Man kann ihn so nicht töten. Wenn ihr aber nicht einer eurer Mitstreiter opfern wollt, könnt ihr auch diese ganze Sache umgehen. Es gibt nämlich ein Gerät in Mahabre, wodurch ihr einen Klon von euch selber machen könnt, also eine Art Homunculus, und den in diese Maschine reinsteckt, damit sie gefoltert wird. Fakt ist aber, dass ein Körper komplett zerrissen werden muss, damit das Blut nach unten fließt, und wenn ihr das gemacht habt, sammelt sich das in einer Art Grube und aus dieser Grube voller Blut entsteigt die wahre Form von Chambara und der echte Kampf beginnt. Es ist eigentlich ein relativ selbsterklärender Kampf. Hier muss man nur einschlagen, bis er seine Form wechselt. Nachdem er die Ringe um sich herum beschworen hat, muss man von außen nach innen die Ringe zerstören, bis der Hauptkörper anfällig wird für Angriffe. Das einzig wirklich Gefährliche sind die Ketten der Peinigung, die sich in euren Körper reinrammen und Stücke von Fleisch rausreißen. Das sorgt für massiven Schaden plus Blutungen, aber ansonsten ist es nicht allzu schwer. Der zerstörte Körper von Chambara sinkt langsam in die Blutleiche zurück und wir erhalten die Seele des Gepeinigten. Drei Seelen befinden sich nun im Besitz der Gruppe und sie mussten sich unmöglichen Situationen stellen, um diesen Fortschritt zu machen. Sie kehren zurück in die Gegenwart und treten vor den Golem, der die Errungenschaften anerkennt und sie zum Kampf auffordert. Sie besiegen den Golem und er bedankt sich, dass er nach hunderten von Jahren endlich frei ist und ruhen kann, da seine Pflicht damit vollbracht ist. Sie treten in die Kathedrale und hören Gebell, das nur von Hunden stammen kann. In der Dunkelheit finden sie einen alten, gebrechlichen Mann, der ihnen freiwillig den Schlüssel für die Tore zur Kathedrale in der Gegenwart gibt. Er selber birgt keine Gefahren und scheint auch eine Art Erleuchtung erreicht zu haben. Er erklärt ihnen, dass sie wirklich in der Lage dazu wären, mit den Seelen zur Gottheit aufzusteigen, aber diese Kraft, auch wenn sie weit über die eines Menschen geht, ist am Ende irrelevant. Jedes Mal, wenn ein neuer Gott geboren wird, beginnt ein neuer Zyklus und wahre Veränderung kann nicht wirklich gebracht werden, aber er ermutigt sie trotzdem, es zu versuchen. Es ist schwierig zu glauben, da all die Hoffnungen, die sie hatten, auf diesen Thron gesetzt wurden, aber es gibt auch keinen Grund, warum er lügen sollte, da er keinen Nutzen daraus zieht. Unsicherheit macht sich bei allen breit, aber vor allem Kahara wundert sich, ob dieser Plan überhaupt noch Sinn macht. Er hatte schon mal versagt, als er alles auf eine Karte gesetzt hatte und eine Lösung für alle Probleme scheint irgendwie zu gut zu sein. Der Aufstieg zur Gottheit war hauptsächlich sein Eigennutzen, auch wenn es zum Teil für Celeste war, aber er hatte auch die Chance, das Mädchen vor diesen Albtraum zu befreien und vielleicht ihr ein besseres Leben zu bescheren. Langsam aber sicher formt sich sein Wille und das Gefühl, dass er für etwas Höheres bestimmt ist, etwas, das über ihn hinausgeht und auch nichts mit dem Thron zu tun hat. Sie haben alles, was sie brauchen. Sie bereiten sich auf den letzten Kampf vor, jeder aus seinen eigenen Gründen. Aber was am Ende liegt, weiß keiner. Ein letztes Mal benutzen sie den Würfel, um in die Vergangenheit zu gehen und benutzen den Schlüssel, um endlich in die Kathedrale reinzudringen. Vernichtet das letzte schwarze Herz und er scheint irgendwas damit bewirkt zu haben, aber weiß noch nicht ganz was. Sie arbeiten sich zum Thron vor, aber der ist schon besetzt mit wahrscheinlich dem größten Schmutz, den die Menschheit zu bieten hat. Der alte Mann aus der Gegenwart sitzt nun vor ihnen in einer jüngeren Form. Es ist François, der Dominierende, und allein sein Anblick auf die Truppe gibt ihnen das Gefühl, dass sie weniger wert sind. François ist der meistgehasste neue Gott und auch aus gutem Grund. Er sieht alle Lebewesen als seine Spielzeuge, mit denen er machen kann, was er will. Seine Gewalt und Arroganz kann schwer übertroffen werden und ist gleichzusetzen mit die von Nashra. Beide sind Individuen, die nicht wirklich beeinflusst sind von der Dunkelheit und dessen Seele einfach an sich absolut Dreck ist. Jeder, der keinen Nutzen für ihn hat, stirbt. Und für andere findet er einen Nutzen, auch wenn das sehr oft für seine eigenen Gelüste existiert. Das spiegelt sich auch in einem sehr ekelhaften Münzwurfangriff wider, wo, wenn der Charakter den Wurf verfehlt, er anfängt, ihn festzuhalten. François zwingt eine Antwort auf die Frage, ob man ihn liebt, und er schlägt so lange ein, bis man Ja sagt. Aber sobald man das tut, wird der Charakter dominiert. Wie gesagt, er ist absoluter Abfall und seine zweite goldene Form spiegelt auch seine unfassbare Arroganz wider. Aber das ist auch seine größte Schwäche, denn wenn man ihn in ein Gespräch verwickelt und ihm vermittelt, dass er nicht das Größte auf der Welt ist und dass es Wesen gibt, die über ihn stehen, und ihn aber nicht die letzte Antwort gibt, würde er jedes Mal an seinen Zug fragen, was genau wir damit meinen. Das führt dazu, dass er einfach aktiv nicht angreift und man den ganzen Kampf einfach so in die Länge ziehen kann, bis man ihn totgeschlagen hat. Wenn ihr den Kampf aber auf normale Art und Weise versuchen wollt, sehr viel Glück dabei, denn er macht unfassbar viel Schaden. Nachdem er aber endlich niedergestreckt wurde, stehen sie nur mit allen vier Seelen vor dem Thron. Dars macht sich bereit, ihn zu nutzen, aber Ragnar Walder erinnert sie an die Worte von François. Sie selber wüsste aber nicht, warum sie die Worte eines Zurückgebliebenen wie ihm glauben sollte. Er legt aber fest, dass es keinen Sinn macht, dass es einen Raum voller neuer Götter gibt und sie noch nie irgendeine Art von Einfluss in der Außenwelt von ihnen gespürt.
gespürt haben. Warum sitzen sie überhaupt da drin, auch die anderen, auf die sie gestoßen sind? Warum verbringen die alle ihr Dasein mit so unfassbar viel Macht in einer verlassenen Stadt ohne wirkliche Bewohner? Irgendwas an der Sache kann nicht stimmen und sie können nicht so übermächtig sein, wie es dargestellt wird. Irgendein Nachteil muss es geben. Sie versteht die Logik dahinter und stellt fest, dass auch ihre Träume so nicht erfüllt werden können. Kahara, der nicht viel von dem Gespräch mitbekommen hat, da er in Gedanken war, legt aber auch jetzt für sich fest, dass es einen anderen Weg für ihn gibt. Er erzählt der Truppe die ganze Wahrheit über Nilvan und was sie ihm mitgeteilt hat und vor allem jetzt, da der Thron eher dubios wirkt, entscheidet er sich dafür, die kleine Chance zu nehmen und das Mädchen zu retten. Die anderen beiden verstehen warum und realisieren, dass der Punkt gekommen ist, wo sie jetzt ihre Wege trennen, denn jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen. Nawalda respektiert Kaharas neu gefundene Stärke und weist ihn auch darauf hin, wie sehr er sich verändert hat in der kurzen Zeit. Ein Feigling, der nur an sich selber denkt, der jetzt bereit ist, für jemand anderen zu sterben. Das erhofft sich, dass Kahara und das Mädchen das erreichen, was sie sich vorsetzen und sagt auch, dass sie dadurch neue Kraft bekommen hat, um den Dungeon nochmal herauszufordern und die Person zu finden, die sie sucht. Sie verabschieden sich mit dem Wissen, dass sie sich wahrscheinlich nie wieder sehen werden und gehen ihre Wege. Und somit beginnt das Finale von Fear and Hunger. Kahara weiß, dass es zu zweit wieder sehr schwer sein wird zu überleben, aber er hat in der Bibliothek ja ein paar Bücher mitgenommen und Nekromantie etwas aufgeschnappt, was ihn zumindest ein Skelett beschwören lässt. Da sie einen schnelleren Weg durch die Minen haben werden, verwenden sie diese Route und treffen dieses Mal aber auf den Höllenhund namens Moonless. Die ist bereit, die beiden zu zerfleischen, aber Kahara erinnert sich daran, dass er noch verrottendes Fleisch in seiner Tasche hat, für die schlimmsten Notfälle. Das überzeugt den Wolf, sich zähmen zu lassen, und sie schließt sich an, und damit haben sie wieder eine volle Gruppe und etwas mehr Hoffnung. Kahara überlegt, was das Herz der Dunkelheit sein könnte, was Nilvan gemeint hat, und erinnerte sich an die ganzen dunklen Herzen, die er zerstört hatte. Er reimt sich zusammen, dass es irgendwas mit dem Gott der Tiefen zu tun haben muss, da er die ganze Dunkelheit in diesen Dungeon versprüht. Das Herz der Dunkelheit. Es gibt eigentlich nur einen Ort, der das widerspiegeln könnte, und der führt durch den Mund des Gottes hinein. Eine Idee, die am Anfang des Dungeons komplett wahnsinnig und idiotisch geklungen hätte, aber nach allem, was passiert ist, scheint das die beste Möglichkeit zu sein. Sie gehen hinein, um in den letzten Abschnitt ihrer Reise zu beginnen. Zum gleichen Zeitpunkt findet Dars die Leiche von Legard. Er musste schon eine Weile hier hängen und alle ihre Hoffnungen lösten sich in Luft auf, bis sie aus dem Nichts Erinnerungen an die Bibliothek von Valtel aufruft. Wenn man Leben erschaffen kann und er alles Mögliche an Wissen in dieser Bibliothek gestaut hat, würde es vielleicht eine Möglichkeit geben, Legard zu retten. Sie begibt sich nochmal in Richtung Mahaber, um irgendwie einen Weg zu finden, ihre Liebe wieder ins Leben zu rufen, auch wenn sie weiß, wie wahnsinnig das ist. Aber Logik existiert schon lange nicht mehr für sie. Enki, der lange Zeit verschwunden war, findet den goldenen Thron vor sich. Er versteht zwar nicht, wieso der Weg für ihn vorbereitet war, aber er entscheidet sich, sein Schicksal zu akzeptieren und benutzt ihn. Er muss sich die notwendigen Seelen auf irgendeine andere Art und Weise beschaffen haben, aber da er den Okkultismus so nahe ist wie niemand andere, ist diese Chance nicht unwahrscheinlich. Er wird in eine andere Dimension gezogen, wo teilweise die Regeln der Realität komplett aufgehoben sind. Riesige prähistorische Kreaturen, die wie Parodien der echten Lebewesen wirken, schwirren umher und Enki versteht, dass das hier das Nichts ist. Ein Ort, wo Kreaturen auf natürliche Arten und Weisen entstehen, wie die Echsenmänner oder auch die Gnome, die wir gesehen haben. Und bei weiterer Erkundung entsteigt aus den hellgrünen Nebeln eine riesige tentakelartige Figur. Das sind die Überreste der alten Göttin Sylvian. Er schafft es unter großer Anstrengung, sie zurückzudrängen und wird dann später von seiner eigenen erleuchteten Form aus der Zukunft konfrontiert und er versteht endlich, was hier vor sich geht. Der Thron und der Gottesstatus sind zwar real, aber das Ausmaß und die Konsequenzen, wenn man ihn nutzt, sind es nicht wert. Neue Götter werden geboren und werden nach einer kurzen Zeit der Herrschaft in einen Raum eingesperrt, wo sie nichts machen können, außer miteinander debattieren. Die alten Götter wie Grogoroth, Sylvian, aber auch Almer haben alle die Welt verlassen und das Einzige, was übrig geblieben sind, sind ihre Überreste, die zwar immer noch stark genug sind, die Welt zu vernichten, aber eher als eine Art Erweiterung gelten für ihre eigentlichen wahren Formen. Sie haben den Menschen in sich selber überlassen, aber die Kontrolle ist nach wie vor da. Der neue Gottstatus war nur ein Mittel, um Menschen durch Menschen kontrollieren zu lassen, da sie nicht wirklich in Kontakt mit denen treten können. Als Sylvian es versucht hat, hat sie eine Massenorgie ausgelöst, die Menschen einfach in so viel Lust versetzt haben, dass sie einfach tagelang nichts anderes machen konnten und daran gestorben sind. Grogoroth kann gar nicht seine wahre Form zeigen, da sie ihm auch in einem Ending, wo man ihn direkt konfrontiert, denn wenn er das macht, übersteigt es das Verständnis des Menschen und es wird Wahnsinn ausgelöst, der ihn sofort umbringt. Sie benutzen einfach neue Götter, um Menschen in Schach zu halten und sie zu kontrollieren. Wofür genau? Man weiß es nicht. Einfach wahrscheinlich, damit sie weiter Dominanz über die Kreaturen haben. Aber das an sich ist auch irrelevant für Enki, denn er hat endlich sein endloses Wissen erlangt. Zurück bei Kahara und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Innere des Gottes Tiefen war noch schlimmer als alles andere, was sie bisher durchgemacht haben. Und das Mädchen zeigte das erste Mal richtigen Terror. Kahara gibt sein Bestes, ihr Schutz und Halt zu geben, was auch teilweise funktioniert, aber irgendwas löst eine Art Urangst in ihr aus. Und es hat wenig mit den Kreaturen zu tun, sondern vielmehr mit dem Ort selber. Alles ist voller Fallen, die sie mit jedem Schritt sofort töten könnten. Und als wäre das schon nicht genug, werden sie von Gegnern umzingelt, die noch mutierter waren als alle anderen Dämonen bisher. Die Umgebung war so paradox, dass anscheinend Wesen sich sogar miteinander verschmolzen haben, was man den Echsenmagier sehen kann. Der verrät auch, dass es ein Wettrennen ist zum Aufstieg und dass es keine andere Wahl gibt, außer kämpfen oder sterben. Nebenbei angemerkt könnte dieses Mischwesen auch aus einem Liebesakt heraus entstanden sein. Das bedeutet, sie haben wahrscheinlich im Namen von Sylvian Liebe gemacht, aber dass ein Echsenmensch mit einem normalen Mensch
Liebe macht es etwas bizarr, um es nett auszudrücken. Entgegen aller Erwartungen schlagen sie sich bis zur untersten Ebene durch, wo der Weg nur noch mit menschlichen Leichen gepflastert ist. Kahara, schwer verwundet, versucht zu begreifen, was jetzt zu tun ist, aber das Mädchen steht am Rande der Dunkelheit und bewegt sich nicht mehr. Er bittet sie, einen Schritt zurückzutreten, damit sie nicht herunterfällt, aber sie reagiert nicht mehr. Und als er ihr näher kommt, fängt ihr Körper an zu schütteln. Das erste Mal schreit sie laut auf vor Schmerzen. Kahara versteht überhaupt nicht, was passiert, aber die Angst, die er verspürt, ist nicht rational. Sie greift irgendwas in seinen Kern an. Irgendetwas Riesiges kommt. Irgendwas viel schrecklicher als alles andere, was er bisher erlebt hat. Der Körper des Kindes fängt an, seine eigenen Knochen zu brechen und sie scheint von irgendwas besessen zu sein. Kahara versucht ihr zuzusprechen, aber sie hat keine Gewalt mehr über das, was passiert. Ihr Körper mutiert und er realisiert, dass er keine andere Wahl hat zu kämpfen, auch wenn es ihm unfassbar schwer fällt. Der letzte Kampf hatte begonnen und er versucht alles, um am Leben zu bleiben. In kurzen Momenten hält die Kreatur inne und starrt auf den Dolch und die Puppe, die ihr geschenkt wurde. Irgendwo steckte noch der Verstand des Mädchens, aber das bedeutete nur, dass sie die Schmerzen bei vollem Bewusstsein ertragen musste. Ihr Aussehen veränderte sich dramatisch und es war Kahara ein Ding der Unmöglichkeit, wirklichen Schaden zuzufügen, geschweige denn Attacken standzuhalten. Das Einzige, was er machen konnte, war einfach nur irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, überleben. Die Formen werden immer bizarrer, es lässt sich nicht mehr deuten, was genau es sein soll. Und am Ende steht eine nicht definierbare Figur vor ihm und er realisiert, es wurde ein Gott geboren. Der Kampf ist vorbei, aber einen Sieg gibt es in der Situation nicht. Kaharas gebrochener Körper liegt im Dreck und das Einzige, was ihm durch den Kopf geht, ist, dass er wieder versagt hat. Vielleicht hätte er sich wirklich nur um sich selber kümmern sollen. Alles und jeden ignorieren und irgendwie durchs Leben kommen und vielleicht etwas länger dadurch überleben. Aber er würde lügen, wenn er sagt, er würde seine Entscheidungen bereuen. Wahnsinn schleicht sich langsam in seinen Verstand ein und bevor er das volle Ausmaß der Schmerzen realisieren kann, erkennt der neugeborene Gott von Furcht und Hunger seine Existenz an und nimmt ihn aus Gnade schmerzfrei sein Leben. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich längst realisiert, aber Legard und Nilvan sind die Eltern von dem Mädchen. Nilvan wusste, dass ihre Existenz begrenzt ist und irgendwann die Menschheit ohne ihre Begleitung auskommen müsste. Zudem wusste sie auch, dass die Gesellschaft dabei war, sich komplett zu zerstören durch die ganzen Kriege, wenn man nicht entgegenwirkt. Also entschloss sie sich, mit dem Auserwählten ein Kind zu zeugen, welches durch diese besondere Beschaffenheit die Seele eines Uralten in sich tragen würde. Eine extrem seltene Seele, die es ermöglicht, einen alten Gott zu erzeugen. Neue Götter waren wertlos im Vergleich zu alten Göttern, da sie nicht mal 1% ihrer Macht widerspiegeln, aber ihre Tochter hatte die Möglichkeit, ein wahres göttliches Wesen zu werden, was die Welt verändern könnte. Sie wusste, dass wenn ihre Tochter nichts als Leid und Hunger verspürte, das ihre Seele beeinflusst und das auch ihre Verwandlung zum Gott widerspiegelt. Und so war es auch. Der Gott auf Fear and Hunger läutete ein Zeitalter der Hungersnot und des Leidens ein, was dazu führte, dass die meisten Krieger anhielten und Menschen mehr aufs Überleben und den technologischen Fortschritt sich konzentrierten. So wurde das industrielle Zeitalter hervorgerufen. Es starben zwar Millionen, aber am Ende schaffte es die gesamte Menschheit zu überleben durch diese Veränderung, was auch in Nilvans Glauben fällt, dass die Menschheit alles erreichen kann, wenn sie hart genug dran arbeitet. Trotz dieser eigentlich guten Tat im Großen und Ganzen ist Nilvan ein grausames und kalkuliertes Wesen und hat auf eine Vermutung gesetzt. Wichtig ist aber, am Ende hat Kahara nicht versagt, im Gegenteil. Er hat die Menschheit an sich gerettet, denn das Mädchen wäre ohne ihn gestorben. Und sicherlich hat sein Einfluss und seine Barmherzigkeit dafür gesorgt, dass sie nicht komplett irgendein Wahnsinn verfallen ist und ein grausamer Gott wurde. Aber was wurde aus den anderen? Ragnar Walder beschloss sich im Prinzip Guts Black Swordsman Arc nachzuleben und er war überzeugt, dass diese Monster und der dunkle Okkultismus keinen Platz in der gerechten Welt haben. Also hat er sich zur Aufgabe gemacht, alles, was damit zusammenhängt, zu vernichten. Weil in vielen Hangar 2 Monster nur noch als Mythen gelten, kann man sich vorstellen, dass er einiges dazu beigetragen hat. Er hat auch Moonless aufgenommen, die über Generationen seiner Familie geholfen hat, Monster zu töten. Auch sie ist im zweiten Teil antreffbar, aber da ist sie riesig. Das hat mit dunkler Blutmagie Legard wiederbelebt und ihn wahrscheinlich unterstützt, seine Ziele zu erreichen. Legard existiert im zweiten Teil als Kaiser und diese Form, die er da hat, sehen wir auch im ersten Teil, wenn wir ihn lebendig finden. Nimmt man ihn mit zum goldenen Thron, verrät er uns und gibt auch wieder, dass seine Amnesie gelogen war und besteigt den Thron, denn das war sein eigentliches Ziel. Alles, was er gemacht hat, war, dass er mit Absicht gefangen genommen wird, damit er hier in den Dungeon von Fear and Hunger kommt und diesen Thron besteigen kann. All das war in den Visionen, die er gesehen hat und er glaubt, dass er der Auserwählte ist, der goldene König wird und die Welt verändert. Der Grund aber, warum viele glauben, dass er gestorben ist, liegt daran, dass man einen Zauber auf Legard wirken kann im zweiten Teil, der die Haut von ihm abreißt. Und unter der Haut des gelben Königs sehen wir einen verrottenen Körper, der sehr ähnlich aussieht zu dem, den wir in Dars Ending sehen. Das ist aber der kontroverseste und meist umstrittenste Teil, es könnte auch anders gewesen sein. Aber das ist nun mal, was für mich am meisten Sinn macht. Enki hat schlussendlich unendliches Wissen angeeignet und wurde unsterblich.
Anders als die neuen Götter konnte er sich freier bewegen und es wird auch von seiner Existenz im zweiten Teil gesprochen. Es ist nicht leicht, einen einzigen konstanten Storystrang zu bilden, weil die meisten Endings sich widersprechen, aber es gibt paar Sachen, die sind Canon und hundertprozentig bestätigt. Das Mädchen wird zur Gottheit, weil so entsteht Fear in Hangar 2. Ragnar Walder und Mundus überleben, weil von den beiden wird im zweiten Teil gesprochen. Legard schafft es irgendwie, eine halbe Gottheitsform zu erreichen, das sieht man auch im zweiten Teil. Wie genau das passiert ist, es gibt halt zwei Antworten darauf. Und Enki ist auch unsterblich, denn auch von ihm wird im zweiten Teil gesprochen und er soll irgendwo auf der Welt noch existieren. Kahara ist der einzige, über den im zweiten Teil überhaupt gar nicht geredet wird und der Erfinder von dem Spiel, Orange, sagt, dass dieser Aspekt der Geschichte für sich spricht. Es gibt die schmale Möglichkeit, dass er sein eigenes Ending durchgesetzt hat, indem er sehr viel Geld findet, zurück zu Celeste kehrt und mit ihr ein eigenes Leben führt, aber noch etwas Angst hat durch die Traumatisierung von den Dungeon. Aber irgendjemand musste das Mädchen runterbringen in die Dunkelheit und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das es war. Am Ende von der neutralen Runde wird erwähnt, dass niemand wirklich weiß, dass Kahara gestorben ist. Niemand weiß, dass er jemals irgendwie existiert hat und er verschwindet einfach aus den Geschichtsbüchern. Niemand weiß, was er jemals für die Welt geleistet hat. Aber wie gesagt, viele Diskussionen. Ihr habt zumindest einen Grundblick auf die Story. Natürlich musste ich viele Sachen auslassen. Es gibt einige Bossgegner, die ich einfach geskippt habe, aber dieses Video wird an sich schon ultra lange. Viel zu lange für das, was ich bisher gemacht habe. Falls es irgendwelche deutschen Fans gibt, ihr könnt mir ja gerne sagen, was eure Interpretation der Geschichte ist. Falls ihr komplett neu seid und ich euch das irgendwie nahebringen kann, schreibt es auch gerne rein, weil das ist eigentlich mein Hauptziel, irgendwie neue Themen hier in den deutschen Bereich reinzubringen. Gerne Verbesserungsvorschläge. Ihr könnt mir auch gerne erzählen, was ihr sonst noch sehen wollt. Es gibt einige Games, die ich auch in dieser Art machen will. Und grundsätzlich hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat. Abonniert, kommentiert, ihr kennt das ganze Ding. Lasst einfach ein bisschen Liebe da und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.